Und wir machen heute die Minecraft One Block Skyblock Hardcore Challenge. Ich habe schon mal vor, boah, sicher über einem Jahr oder sowas, Minecraft Skyblock One Block gespielt. Das kann ich euch gerne hier verlinken. Ich glaube, da habe ich ein, zwei Folgen zu gemacht, falls ihr das Spiel nicht kennt. Im Prinzip ist es Skyblock, aber wir haben nur einen Startblock und wir können den immer abbauen. Und dann kommen verschiedene Blöcke statt dem einen Block. Und dann kann man sich so ein bisschen seine Insel bauen. Aber weil das ja zu einfach ist und weil wir das schon gemacht haben, machen wir das heute in Hardcore. Ich habe hier rumgetüftelt, habe meine Spieleinstellungen geändert. Jedenfalls haben wir jetzt hier die Hardcore-Version. Das heißt, wenn ich sterbe, dann respawne ich nicht. Und falls ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, dass ich eher ein Sterber bin. Ich werde mir hier alle Mühe geben müssen, okay? Achso, bevor ich es vergesse, wenn ich es noch nicht gemacht habe, abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann, ja, wenn ihr euch dieses Video gefällt, dann lasst mir gerne ein Like da, das würde mir sehr helfen. Und es freut mich immer und dann können wir in den Kommentaren chatten oder so. Alright, let's go! Okay, wir sind jetzt hier in dieser wunderhübschen Welt und es ist übrigens mitten in der Nacht bei mir, deswegen entschuldigt die Beleuchtung. Wir zerbrechen den Block unter mir und jetzt haben wir hier ein wunderhübsches Erdstück und können es hier anbauen. Zack, zack. Und haben jetzt auch schon Gras. Das ist gar nicht schlecht, weil wir brauchen das Gras, damit es spreadet. Können jetzt einfach friedlich abbauen. Oh, und unsere erste Kiste. Truhen können auch erscheinen. Hier haben wir Äpfel drin. Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Die nehmen wir mal in unser Inventar. Und verteilen hier noch ein bisschen Erde. Ich bin noch nicht ganz sicher, in welche Richtung ich hier gehen möchte oder was mein Plan ist. Deswegen, ich baue mal die Truhe ab, dann können wir die hier auch nämlich platzieren. So, zack. Dann haben wir hier eine wunderbare Truhe und können die hier hinsetzen. Und dann tue ich hier kurz mal meine Äpfel und mein Holz rein, weil Holz werde ich brauchen. Vergrößere die Plattform. Habe ich schon, liebes Spiel. Ich bin euch schon 5 Schritte voraus. Okay, wir haben hier weiter einen kleinen Abbau. Es gibt verschiedene Stufen, okay? Also falls ihr das Original nicht kennt, das ganz normale One-Block Skyblock. Wir fangen an mit den Feldern, also Plains. Es wird jetzt hier auch nochmal erklärt. Cool, dass ich schneller bin. Jede Phase hat ein Motiv. Herzlichen Glückwunsch, Spiel. Ich wollte ja gerade reden, ja? Die erste Phase ist Flachland. Habe ich gerade gesagt. Okay, Schweinchen. Du Frechdachs, du hast mich... Das hätte mich fast geschubst. Das wäre jetzt... Das wäre unser Ende gewesen. Schweinchen. Why? Aber ist okay. Keine Sorge. Ich habe überlebt, Mr. Schwein. Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen eine größere Plattform mit Erde und Dreck. Und ich hoffe, dass unser Schweinchen auch nicht runterfällt. Das wäre nämlich sehr schön, wenn das überlebt, weil dann haben wir einen Freund hier auf der Insel. Schweinchen, wenn du mich schubst. Ich mein's todernst, ja? Dann sind wir keine Freunde mehr. Ah, zweite Kiste! Wir haben noch einen Apfel, wir haben noch einen Apfel und wir haben einen Eichensetzling. Edel, edel, edel. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht, denn, ja, ist halt nicht schlecht, weil dann können wir einen Baum pflanzen. Warte, den können wir schon mal eigentlich anpflanzen. Den werde ich jetzt nämlich hier auf dieses wunderhübsche Feld ballern. Wer fällt, verliert seine Items. Tja, wer fällt, stirbt. Wer fällt, beendet das Video wohl eher. Aber das weiß natürlich das Spiel nicht, weil das Spiel nicht weiß, dass wir hier Hardcore eingestellt haben. Okay, mit der Menge an Holz, die wir so langsam haben, wäre das wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn wir die in Bretter verwandeln und hier ein bisschen tatsächlich, oh mein Gott, eine Plattform machen. Blöcke wie Kies fallen herunter. Ja, danke für eine AI. Setze einen Block unter den unendlichen Block. Aye, aye, Captain. Will do. Dann machen wir hier einen Block. Ich weiß nicht, wie. Wie setze ich einen Block unter den unendlichen Block? Kann mir das jemand sagen? Ich wüsste nicht, wie. Ich habe hier auch ein bisschen Angst vor dem Tod. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Minecraft-Experte. Falls ihr das in den Kommentaren wisst, dann helft mir gerne. Helft mir gerne. Oh, Kiste, Kiste, Kiste. Wassereimer. Schweinchen. Ich mein's todernst. Ja, wir sind hier in einer Krisensituation. Du kannst mich nicht einfach schubsen. Dieses Item kann dabei helfen. Aha. Ich wollte gerade sagen. Wir haben jetzt einen Wassereimer. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich auch was unter unseren Block setzen. Weiß ich aber nicht, ob ich das möchte. Denn ich habe... Ich habe panische Angst. Ich werde nicht lügen. Ich habe panische Angst. Ich finde es schön, dass der so glitzert. Dann weiß ich immerhin, wo der Block ist. Ich brauche keinen Kies. Kies ist überbewertet. Ich will überhaupt gar keinen Kies. Ich will gar keinen Block unter meinen Block setzen. Da habe ich kein Interesse dran. Bereit für ein Abenteuer. Nein! Was kommt jetzt? Okay, Kiste, Kiste, Kiste. Wohlwollendes das Geschenk. Eichensetzling. Okay, wir haben noch einen Baum. Wir haben noch eine Kiste. Jackpot. Oh, 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 oh. Was, 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 was? Was? Aufwertung, Aufwertung. Aufwertung in 5, 4, 3, 2, 1 und... Du hast Phase 1 erreicht.
Ich habe doch schon Phase 1 erreicht, Freunde der Nacht, oder war ich im Tutorial? Hier wachsen genug Blumen und Bäume für ein ganzes Leben. Wie schön, ich wünschte, ich könnte für immer im Flachland bleiben. Wir müssen unsere Insel auch mal ein bisschen nach links ausbauen, weil sonst schubst mich irgendwann eines Tages unser Schweinchen, wir nennen es Fred, schubst mich irgendwann mein Schweinchen Fred hinunter und dann bin ich tot und das wäre gar nicht schön, weil dann wäre das Video sehr kurz. Kurzer taktischer Moment, ich muss hier einmal den Block abbauen, damit ich weiß, was danach kommt. Okay, mit dem Baum kann ich mich nämlich einfacher zurechtfinden. Wir machen jetzt hier zack, zack, zack. Dann kommt hier noch ein Block hin. Dann bauen wir hier unsere Insel aus, um dem Tod zu entrinnen. So, wunderschön. Soll ich jetzt was darunter bauen oder nicht? Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich werde es jetzt riskieren, okay? Ich hab große Angst. Okay, wir haben hier Wasser. Ich habe hier Erde drin. Nein, 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 nein. Bitte lass mich hoch, bitte lass mich hoch, bitte lass mich hoch, bitte lass mich hoch, bitte lass mich hoch. Okay, wir haben jetzt hier Erde hingesetzt. Und da ist er. Da ist der Block, den wir alle suchen. Jetzt haben wir hier Erde, Erde, Erde. Zack, zack, zack. Erde, Erde. Und Erde. So. Zu der Laden. Block ist drunter. Wir können nun auch Kies kriegen und, keine Ahnung, andere Sachen. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. So, so, so. Boah, ich fühle mich richtig accomplished. Okay, die Sonne geht langsam unter. Wir haben noch keinen Unterschlupf. Ich denke, wir werden einfach die Nacht durcharbeiten. Ich habe auch noch keinen richtigen Hunger. Das ist alles okay. Unser Schweinchen ist nach wie vor hier. Unser Baum ist auch hier. Ich mache dem Baum mal einen zweiten Baum. Und zwar Schweinchen. Ein Stückchen zur Seite. Und zwar genau hier hin. Dann kommt hier noch eine Kiste. Und ups. Dann kommt die nächste Kiste direkt daneben, sobald ich wieder Platz habe. Dann zack. Erstmal Crafting Table. Einmal eine Axt. Und einmal eine Spitzhacke, denn die werden wir wahrscheinlich brauchen. So, und dann können wir hier nämlich ein bisschen schneller abbauen. Zack, zack, zack. Ist mir jetzt egal, wie meine Holzaxt kaputt geht, deswegen bleibe ich jetzt einfach dabei. Oh! Okay, okay, wir haben ein zweites Schweinchen. Wir nennen es Marie. Wir haben jetzt Fred und Marie. Fred und Marie können Kinder kriegen. Das macht mich sehr froh. Wir haben Melonen. Melonen, Melonen, Melonen. Okay, ich brauche wahrscheinlich Wasser, um meine Melonen anbauen zu können. Nehme ich an. Ich bin nicht ganz vertraut. Ich habe tatsächlich... Okay. Ich möchte hier so einen Graben bauen. Aber für den Graben muss ich da drunter... Ich glaube, ich muss nochmal unter die Insel. Ich sag's nur ungern. Ich glaube, ich muss nochmal unter die Insel. Okay, ich hole mir ein bisschen Erde. Und dann gehen wir auf ein weiteres Abenteuer! Wir machen jetzt hier erstmal unser Wasser hin. Zack. Erde in die Hand. Und wir müssen nur irgendwie da drunter kommen. Okay, das ist nicht schlecht. Okay, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Klasse. Hab ich toll gemacht. So, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich bin ein Panikfaller. Okay, wir haben Wasser. Wir können bald einen Graben machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das Wasser wegtue. Und jetzt muss ich hier halsbrecherisch, obwohl muss ich gar nicht, ich muss wenig halsbrecherisch hier drunter. Und kann jetzt hier meine zweite Etage bauen. Okay. Zack, 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 zack. Hier kommt dann Wasser hin. Nein, Fred! Fred, wieso? Nennt es Marie. Marie, wieso? Wieso? Marie, willst du sterben? Möchtest du nicht glücklich sein mit uns allen? Okay, Marie, ich weiß nicht, was es soll oder was dich hier zu diesem traurigen Manöver gebracht hat, aber wir kriegen dich wieder hoch. Mach dir keine Sorgen, Marie. Es wird alles gut werden. Okay, wir müssen hier den Bereich aushöhlen. Es wird so eine Art Wasserbecken, okay? So, zack, zack, zack. Und dann kommt das hier hin. Keine Sorge, Marie. Keine Sorge. Du bist in Sicherheit. Dir geht es gut. Wasser, Wasser. Zack. Und dann kommt das hier hin. Das Ding ist, ich würde hier eigentlich gerne nur ein bisschen weniger tiefes Wasser haben. Aber das ist okay. Das ist alles in Ordnung. Und dann können wir hier gleich Melonen anpflanzen. Das wird ein Fest, ich sag's euch. Das ist ja wirklich schön, was ich hier gemacht habe. So, zack, 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 zack. Guckt euch das mal an. Wow, ist es nicht schön. Jetzt können wir hier Melonenkerne draus machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen hier ein wunderhübsches, kleines Farmparadies. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Melone, Melone, Melone. Ich bin ein Idiot. Wie mir gerade als Eingebung kommt, brauchen Melonen doch eigentlich Platz, irgendwo hinzuwachsen, oder nicht? Wenn ich jetzt hier daneben was baue, wächst die Melone dann dahin.
Oder hat die einfach gar keinen Bock? Okay, wir werden es herausfinden. Ich habe jetzt erstmal... Ich meine, die in der Mitte werden auf keinen Fall wachsen, gell? Das heißt, die kann ich eigentlich schon mal wieder abbauen. Es geht mir ja nur darum, dass da Wasser ist. Okay, dann baue ich hier nämlich außen rum. Dann kann ich hier tatsächlich Melonen auch irgendwann ernten. Das war knapp. Okay, wir haben jetzt hier theoretisch genug. In der Hoffnung, dass meine Melonen mich nicht hassen. Und dass die Felder trotzdem bewirtschaftbar sind. Hühnchen, kannst du bitte hier mal ein Stückchen zur Seite gehen? Ich vermute, dass das klappt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendwo wird die Melone schon hinwachsen. Ich kann theoretisch jetzt hier nämlich innen noch Weizen anpflanzen und dann wächst die Melone nach außen, richtig? Also sollte man ja meinen. So, Weizen, Weizen, Weizen. Das wird richtig schön, ich sag's euch. Okay. Wir haben hier eine Farm, wir haben hier eine Kiste, wir haben hier ein lebensmüde Schweinchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich brauche auf jeden Fall Steine, aber ich glaube, das gibt es hier in der Ebene tatsächlich noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Plains gehen, aber wir gucken jetzt mal und bauen uns hier weiter und in der Zwischenzeit kann mein Gemüse wachsen, beziehungsweise mein Obst. Oh, hallo, weitere Kuh. Okay, wir haben hier eine weitere Kiste. Oh, mit noch mehr Weizen. Das stört mich tatsächlich gar nicht mal so sehr. Die Tiere buddeln mich, okay? Ich werde hier geschubst, links und rechts und kreuz die quer. Das ist eine sehr stressige Sache für mich. Okay, wir bauen mal weiter hier in unserer Insel. Zack, 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 weil irgendwie brauche ich ja Platz für die ganzen Tiere. Zack, zack, zack. Hier ist Gras, das kann sich dann auch schneller ausbreiten. Dann machen wir noch die Kiste kaputt. Und, Auswertung in 9. Okay, wir haben das nächste Ziel erreicht. Wir haben hier einen wunderschönen, mein 100. Ei gelegt, einen wunderschönen, großen Grasblock, auf dem wir leben. Ich tue mal meine Setzlinge und den ganzen Kram hier, den ich nicht brauche, in meine Kiste. So, zack, zack, zack. Ich habe Phase 2 erreicht. Der Untergrund. Also manches Monster streift durch dunkle Höhlen. Das freut mich natürlich super. Das macht mich richtig froh, denn wir spielen ja nicht Hardcore und ich werde nicht einfach sterben im ersten möglichen Moment. Das heißt, bevor wir hier weiterbauen, denke ich mir, strategisches Haus, okay? Strategisches Haus. Dafür nehmen wir unsere Blöcke. Okay, wir haben hier große Mengen an Stufen jetzt dafür, erwirtschaftet. Ich baue mein Haus in diese Richtung. So. Okay, wir haben jetzt eine wunderschöne, riesengroße Holzfläche. Yippie-yay, habe ich eine Weile dran gewerkt. Okay. Oh, wir haben sogar noch Holzbretter. Egal. Und jetzt bauen wir uns ein Haus aus Birkenholz her, damit es eine andere Färbung hat. Zack. Und fangen hier mit einem super kleinen, einfachen Haus an. Am Ende des Weges, okay? Denn wir wollen ja nicht den Zombies zum Opfer fallen. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann lasse ich hier für Symmetriegründe 2 in jede Seite. Es wird nicht hübsch, okay? Aber es wird ein Haus auf jeden Fall. Okay, das Ding ist, ein Dach halte ich im Moment persönlich für überbewertet. Wir haben hier dieses traurige kleine Häuschen, ja? Es ist, wie es ist. Es ist auch noch nicht fertig. Ich hoffe, dass hier keine Zombies reinkommen. Ich brauche auf jeden Fall noch Birkenholz. Werde ich wahrscheinlich aber nicht kriegen, weil wir jetzt nicht mehr in den Plains sind. Und ich dafür meinen Baum anpflanzen muss. Nehme ich mal an. Das heißt, wir müssen hier irgendwo noch unsere Bäume unterkriegen. Dann machen wir hier einmal eine Birke hin. Dann machen wir hier einmal eine Eiche hin. Mehr Platz haben wir im Moment leider nicht auf der Insel. Okay, und wenn jetzt irgendwelche Monster kommen, kann ich rennen in mein kleines Versteck hier am Ende des Ganges. So, alles klar, ich bin gewappnet. Ich habe hier Eier. Perfekt, ich habe hier schon Weizen. Das wird ein Fest. Und dann geht's mal los. Okay, Stein, 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 Stein. Stein, Stein, Stein. Und Eisen. Okay, okay, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal... einen Ofen, der kommt natürlich in unser Haus.
Es ist ein Stückchen entfernt, ja, aber was willst du machen? Und dann holen wir uns jetzt hier noch kurz Stöckchen und bauen uns sowohl eine richtige Axt, eine richtige Spitzhacke und ein Schwert. Und bringen in meinen kleinen Ofen in mein kleines Haus. Du-di-du. Dann kommt hier schon mal der Ofen hin. Hier kommt Kohle rein. Wir holen uns schon mal unsere Kisten. Zack, zack, zack. Großes Umziehmanöver heute. Da-da-da-da. Dann kommen hier Kisten hin. Hier kommt noch eine Kiste hin. Da oben kommt mein Essen rein. Und unten kommen Utensilien. Und jetzt können wir auch Eisen abbauen. Und können damit bald unser Schaf scheren und haben damit quasi ein Bett. Wir schmelzen jetzt erstmal unser Eisenerz, denn ich denke, ein Bett ist unsere Priorität Numero Uno. Und, okay, Pilzkuh, hallo Pilzkuh, wie geht's dir? Dich können wir auch scheren, perfekt, dann haben wir Pilzsuppe. Ah nee, da brauchen wir eine Schüssel, oder? Okay, wir kriegen eine Schüssel. Eine Schüssel. Wenn wir sie scheren, sind die Pilze da. Aber wir können mit einer Schüssel draufklicken, meine ich. Irgend sowas war's. Hallo? Ah ja, perfekt, das klappt. So. So, und so, so. Ah, ist unser Eisen fertig? Ich glaube, unser Eisen ist langsam jetzt auch dann. Perfekt. Zwei Eisenerz, da können wir hier eine Schere draus machen. Zack, 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 zack. Hallöchen, Schaf Numero 1 und Schaf Numero 2. Das sind drei Wolle, ideal. Ideale Menge an Wolle, die wir hier erreicht haben. Dann brauche ich noch Holz. Holz haben wir hier, das ist ein Holz zu wenig. Aber ich glaube, die kann ich aufeinander bauen. Nein, kann ich nicht? Okay, kann ich nicht. Schade. Dann haben wir ein Holz zu wenig. Warum habe ich denn immer eins zu wenig von irgendwas? Habe ich jetzt wirklich ein Holz zu wenig? Kann ich jetzt straight up einfach kein... Ah, hier ist Holz. Hier ist Holz. Hier ist Holz. Alles gut. Ich habe nur gepöbelt. Ohne Grund. Perfekt. Hier haben wir Holz. Und dann gehen wir mal hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Weißes Bett. Achievement. Erreicht. Und das kommt dahin. So, wunderschön, unser kleiner Bau. Dann du kommst hier hin. Oh mein Gott, ist es nicht schön? Ist es nicht schön, sein eigenes Haus zu haben? Ha? Doch, das ist es. Oh, warte, ich habe noch Stufen, oder? Hier, ich habe noch 4 Stufen. Dann mache ich mir mit den 4 Stufen nämlich eine kleine Treppe hier an der Wand hoch. Oder mache ich das? Ja, mache ich. Das ist Erde. Das ist keine schöne Treppe. Das wird eine schöne Treppe. Dann komme ich hier nämlich auch hoch und kann hier nämlich weiterbauen, sobald ich Birkenholz kriege. Und habe nicht das Problem, dass ich hier direkt runterklatsche. Wir haben ein Haus. Es sieht wunderhübsch aus. Ich habe 500.000 Haustiere, die alle da auf der Insel wohnen. Und keine Ahnung, was ich mit denen machen soll, weil die kommen nicht mit mir. Und ich habe jetzt... Oh doch, jetzt habe ich Weizen. Jetzt kann ich theoretisch meine Schweinchen und Kühe und sowas vermehren. Ich habe hier, kommen jetzt langsam Melonen. Ich warte jetzt ein paar Nächte ab und dann habe ich hoffentlich auch Essen. Das ist jedenfalls mein Plan. Dafür muss ich hier wahrscheinlich aber noch kurz bauen, bis hier Erde ist, damit ich da auch tatsächlich eine Melone kriege, die da hingeht. Hacke. Pilzkuh. Ist okay. Pilzkuh ist mir relativ egal, weil ich habe ja schon eine Kiste. Okay, das ist mir Wayne. Dafür brauche ich nichts wirklich. Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Ich wollte doch nur Erde holen! Ich wollte doch nur Erde holen! Es tut mir so leid! Okay, okay. Kein Ding, wir haben das geübt. Wir schubsen die einfach von der Insel. Alles easy, alles easy. Dafür habe ich mein Schwert. Dafür habe ich mein Schwert. Wir haben hier einen Zombie noch umgebracht. Gar kein Problem. Okay, das war mehr Stress, als ich wollte. Ich wollte eigentlich nur Erde, damit hier eine Melone hinwachsen kann. Wie schwer kann das sein? Hier, zack, geh weg, Schweinchen. Ich will Erde. Gib mir Erde, bitte. Das Holz. Grrr. Okay, das ist Erde. Perfekt, das ist Erde. Ideal. Okay, gut, dann war es das jetzt für die Folge. Und dann haben wir, ich denke, einen guten Start für unsere Minecraft One Block Skyblock Hardcore Challenge. Hiervon kommen logischerweise mehrere Videos, denn wir haben jetzt hier erst den Anfang. Also das hier ist wahrscheinlich in Folge 1. Und dann würde ich sagen, wenn ihr eine zweite Folge wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann gucke ich nämlich, in welcher Frequenz ich das Ganze hochlade. Weil wenn alle das unbedingt wollen, dann mache ich das öfter, als ich sonst machen würde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!